Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe Menschen zu Klarheit. Dieses Video ist am Tag 7 gedreht. Das heißt, ich kann dir erzählen, wie war es 7 Tage und was ist der Impuls für heute. Also, 7 Tage vegan und roh. Ich kann dir sagen, es funktioniert für mich super. Ganz, 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 ganz toll. Schmeckt klasse, Hungergefühl habe ich keine. Ich probiere spannende Sachen aus. Ganz, ganz klasse. Der Gruppe, wie du weißt, gibt es ja eine Veranstaltung bei Facebook. Die habe ich jetzt vom 1. bis zum 30. gelegt, dass wir immer was dazu schreiben können. Da kannst du gerne gucken. Da passieren ganz schöne Impulse und ganz tolle Rezepte auch und Ideen eben, was man so alles Schönes essen kann. Und natürlich habe ich jetzt auch eine offizielle Seite bei Facebook eingerichtet. Da gibt es auch immer Ideen und Impulse. Da kannst du immer wieder schauen neben den Videos hier. So, wie du weißt, ist diese Challenge nicht in Stein gemeißelt und Beton gegossen, sondern die geht um Klarheit und auch um Freiheit. Das bedeutet, es gibt keine Regeln, du musst heute das, das, das machen und du darfst nur das, das, das essen und dafür darfst du das, 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 das nicht und essen. Nein, gibt's hier nicht. Es soll einfach Spaß sein und Freiheit und Selbstverantwortung und einfach sich selber ausprobieren. Und wie gesagt, ob das jetzt der ganze Juni ist oder ob du jetzt einsteigst oder ob du sagst, ha, ich mache das jetzt einfach mal für ein paar Tage oder im Oktober 2015, weil du dann erst dieses Video siehst. Es ist vollkommen gleichgültig. Hauptsache, du nimmst diesen Impuls auf. Vielleicht ist er auch dieses Zeichen oder auch vielleicht dieser letzte Tropfen, dieses ewige Zeichen, wo du sagst, Mensch, Donnerkeil, ich denke schon die ganze Zeit nach, das mal auszuprobieren. Und ich denke, so wie ich im April die 12 Tage Fasten hatte, jetzt eben die Challenge für mich am 24. Mai die Idee zu hatte, dass ich das ab 1. Juni mache. Es ist doch immer wieder im Leben ein Ausprobieren, ein Experiment. Und genau deshalb finde ich es auch so schön und wichtig, eben nicht in Stein gemeißelte Regeln zu haben, sondern einfach nach dem eigenen Spaß was zu tun. Und auch die Freude daran zu haben, dass man jetzt nicht Rezepte liest und dann genau abkocht, sondern dass man sagt, ey, was ist im Kühlschrank, was soll weg? Oder worauf habe ich jetzt einfach Lust? Weil vielleicht hat man mehr Lust auf Obst als auf Salat. Ja, dann sollte man halt irgendwas Lustiges aus Obst machen. Gleichwohl, also gerade bei der Facebook-Veranstaltungsseite kommen wirklich super schöne Tipps für die Rezepte raus. Ich werde da auch noch einiges probieren. Ich habe schon neue Sachen gemacht. Also jetzt habe ich zum Beispiel gestern Karotten und Zucchini-Spaghetti gedreht und ein ganz tolles Avocado-Mousse dazugegeben. Das Foto ist noch so, wie es original aussieht. Dann natürlich ein bisschen vermengen solltest du das nachmachen, damit es auch ein bisschen ziehen kann, Geschmack annimmt. Und dann war es wirklich zum Niederknien. Und ich denke mir, alleine wenn ich dieses Bild sehe, da fehlt einem nichts. Also weder vom Geschmack noch von dem, was in den Körper kommt. Also Ernährung macht für mich wirklich ganz viel aus, wie Lebensfreude, Energie ist, weil der Körper ja auch nicht damit dabei ist, sich um irgendeinen Dreck in einem zu kümmern. Was finde ich aber darüber hinaus wichtig? Wirst du wissen, ist jetzt wirklich kein Geheimnis. Natürlich gehört für die Lebensweise, die für dich gesund und passend ist, nicht nur der Aspekt Ernährung, sondern auch noch weitere. Und der, worum es mir heute geht, ist, dass du dich schon auch erinnerst, dass du nicht nur über die Ernährung zu deiner Gesundheit kommst, sondern eben auch durchs mal rausgehen in der Natur was machen oder eben natürlich in Räumen hast du auch die Möglichkeit für Sport. Ich habe da so alles Mögliche ausprobiert, was für mich in Frage käme und habe da eine Eingrenzung, wo ich sage, das mache ich, das macht mir Spaß und wenn ich es nicht tue, dann fehlt mir etwas. Das ist aus meiner Sicht ein ganz anderer Schnack zur Motivation. Egal, ob man jetzt sagt, ich esse kein Leberkäsebrötchen, sondern eine Banane oder ich sitze jetzt nicht auf dem Sofa, sondern ich gehe laufen. Wenn einem die Banane oder das Laufen nicht fehlen würde, dann glaube ich, kann man sich nicht wirklich lange dazu zwingen. Und da wären wir ja auch wieder beim Eingangsthema. Druck gibt es ja nicht. Hier ist Freiheit. Das heißt, mein Tipp ist, finde die Sachen für dich raus, die dir wirklich so viel Spaß machen, dass du gar nicht um den Schweinehund rum musst,
sondern dass du einfach schnell beim Fenster raussteigst, da kann der sich noch so fett in die Tür reinsetzen, denn es würde dir etwas fehlen, wenn du das nicht tust. So bin ich heute zum Beispiel am Samstag, 7. Juni 2014, um 7 Uhr aufgewacht. Fantastisches Wetter, super warm und Gott sei Dank war ich auch dann morgens gleich draußen, denn es war jetzt beim Zurückkommen nach einer Stunde schon so heiß. Ich war mit meinen Walkingstöcken draußen, habe auch ein bisschen die Natur fotografiert, da stelle ich dann gleich noch im Internet ganz viele schöne Fotos ein, wo ich auch denke, guckt man da normalerweise hin, was blüht da alles und wie schön grün ist es, nimmt man sich dafür die Zeit. Das ist aus meiner Sicht total wichtig. Und wenn du jetzt eh schon Sport machst, dann kann ich dir keine großartigen Tipps geben. Wenn du eher noch wenig machst, dann kann ich dir den Tipp geben, fang langsam an. Wie auch zum Beispiel mit der veganen Roh-Challenge. Kann ja sein, dass du sagst, du machst es 30 Tage, kann aber auch sein, dass du sagst, das mache ich mal an einem Wochenende oder das mache ich für eine Woche. Oder eben kurz, oder du fängst es an und stellst fest, nee, jetzt taugt mir es gerade nicht und beendest es wieder. Das ist ja vollkommen in Ordnung. So, das heißt im Sinne der Freiheit, was funktioniert immer, wozu brauchst du auch nichts? Spazieren gehen. Du bist draußen, du bewegst dich, du bist in der Natur. Was bitte Schöneres kann man tun? Natürlich ist es auch ganz hübsch, Walkingstöcke zu haben. Entweder je nach Gesundheitszustand und Fitnesslevel, weil es auch gut ist, sich wo abstützen zu können. Oder wenn der schon höher ist, weil es eben auch spannend ist, den ganzen Körper mit reinzunehmen. Ich zum Beispiel nehme auch oft an die Hand- und Fußgelenke noch Gewichtsmanschetten. Walkingstöcke bekommst du, wenn du sie noch nicht hast und erst mal ausprobieren möchtest, auch verhältnismäßig günstig im Discounter. Dann kannst du sagen, du probierst es mal, du kannst immer wieder mal auch mit den einfachen Stöcken laufen, das funktioniert und danach entscheidend, ob du sagst, ich nehme mir jetzt eine höhere Qualität oder ich lasse es wieder. Solltest du zum Beispiel mal Besuch haben, könntet ihr ja auch immer zu zweit laufen, wenn du dir jetzt schon die andere Qualität gekauft hast und sagst, Mensch toll, für meinen Besuch habe ich trotzdem noch Walkingstöcke, dann kann der das wie ich auch mal ausprobieren. Walkingstöcke, spazieren gehen, Walkingstöcke zum Walken, finde ich prima. Wenn du Lust hast, Gewichtsmanschetten hat, finde ich, auch noch was. Nehme ich nicht jedes Mal, hat aber was im Sinne des Wechsels. Was ich auch ganz, ganz prima finde, weil es auch eine Mini-Investition ist, ist ein Springseil. Ein Springseil, du siehst, ich krieg's in eine Hand. Das heißt, es nimmt keinen Platz weg. Weder in deiner Wohnung noch, es ist auch immer ja wieder die Frage, ich bin viel unterwegs. Was tun, wenn man unterwegs ist? Ein Springseil bringst du locker in jede Tasche, in jeden Koffer, selbst wenn du jetzt nicht sagst, schmeiße ich einfach ins Auto, dann ist es sowieso egal, sondern wenn du mit dem Zug oder mit dem Flugzeug unterwegs bist. Das heißt, ein Springseil ist aus meiner Sicht eine klasse Investition und du kannst in einem hohen Level deine Fitness steigern. Auf eine andere Art als mit den Walkingstöcken. Beginn doch einfach einmal und schau, wie lange schaffst du es in gesundem Maße. Und nimm das dann einfach als Basis. Vielleicht sind es auch, wie bei mir, am Anfang mehr oder weniger wenige Sekunden. Ich war da wirklich nicht besonders weit dabei. Ich bin auch manchmal dann im Seil hängen geblieben. Dann fängt für mich schon die Zeit wieder von vorne an. Ich möchte einmal durchhüpfen. Und das Tolle ist, die Steigerung. Also wenn du jeden Tag ein paar Minuten hüpfst, kannst du ja entweder vornehmen, ich hüpfe alle 2 Tage eine Viertelstunde, insgesamt über den Tag verteilt, oder ich mache einfach jeden Tag 5 Minuten. Weißt du, das ist alles wie Zähneputzen. Machst du ja auch. Ist doch im Tag integrierbar. Das funktioniert. Und für unterwegs, wenn jetzt das Wetter schlecht sein sollte und oder du eben keine Walkingstöcke dabei hast, man kann immer ein Springseil dabei haben und super einfach auch in jedem, aus meiner Sicht, Hotelzimmer mal in die Seile gehen. Das heißt, du merkst, ganz viel hat natürlich nur mit einem Menschen zu tun. Mit wem? Dir. Und das ist deine Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung ist ein total tolles Geschenk. Das ist Freiheit pur und du darfst entscheiden und du findest die Motive, die dir Spaß machen. Und wenn du das, was dir Spaß macht, nicht haben kannst, wie vielleicht Walken, Springen, tolles Essen, dann fehlt dir etwas. Und andere werden sagen, mein Gott, bist du diszipliniert. Und du wirst dir denken, ja, das auch. Und Selbstverantwortung ist einfach was Feines. Hab Spaß, bewege dich. Ich gönne mir jetzt
meinen leckeren Saft. Ich wünsche dir, dass du wie immer die Impulse für dich rausziehen kannst, die dir helfen, die beste Lebensweise zu haben für dein Leben, damit du glücklich, gesund und erfolgreich bist. Wenn dir dieses Video wie immer gefallen hat, tolle Impulse gegeben hat, dann gib dem Video und mir einen Daumen hoch. Schreib in die Kommentare, was dich interessiert, dein Feedback, was du wissen möchtest und natürlich auch, wo du sagst, da würde ich auch gerne mal ein Video drüber sehen. Ja, und natürlich erzähle auch anderen Menschen davon, denn ich erlebe immer wieder, dass die Menschen sagen, deine Videos sind total klasse. Ich bekomme so süße Anschriften persönlich. Das ist wirklich, das haut mich immer wieder vom Einhorn runter. Ganz, ganz süße Sachen, wozu ich motiviere. Ganz, ganz schick. Lustig, letztens sogar etwas zu, ich habe wegen dir nicht angefangen zu rauchen. Ich habe noch nie über Rauchen irgendwas gesagt. Also ich war hin und weg. Also, nimm die Impulse und erzähl auch anderen davon. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, wann immer du dieses Video siehst. Mach ihn zu deinem Tag, wie jeden Tag. Bis bald.